So, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück. So, der Typ ist offensichtlich sehr verwirrt. Ich speichere hier nochmal. Und dann gehen Wisnik wir könnte mal. Hilfe brauchen. Wir gehen nochmal rein. Der Rattenfänger ist eine Ratte. Eine Ratte! Jo. So, okkultes Zeug. Nee. Zeug, vor allem Zeug. Fremder? Er sollte nicht hier sein. Ein Fremder, er gehört nicht zu uns. Seht ihn nicht an. Er wird uns wehtun. Er kann uns nicht wehtun. Er wird sich benehmen. Er wird sich benehmen müssen. Richard weiß, was zu tun ist. Er wird auf Richard hören. Richard, beschütze uns, Richard. Richard. Treten Sie näher. Ich will Sie sehen. Keine Angst, es werden nur Ihre schlimmsten Impulse überprüft. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Wir predigen hier Pazifismus. Alternativen zum Terror. Wir wollen keine Tiere, die sich im Schlamm wälzen. Wer sind Sie? Was ist das hier? Das hier. So sieht die neue Freiheit aus. Die gemeinsame Ausformung einer Erfahrung aus der Fantasie. Also eine Art Experiment? Das haben wir hinter uns. Wir etablieren Wahrheiten. Neue Formen der Gemeinschaft, in denen Menschen leben können. Ihr eigenes kleines Utopia. Draußen gibt es einen Mann, der mich gebeten hat, Sie zu besuchen. Er hat gesagt, Sie... Ich weiß, wie es draußen ist. Gefangen zwischen Erniedrigung und Terror. Zwischen Vorschriften und Registrierungscodes. Gelächter vom Band. Träume nach Drehbuch. Kein Ort mehr, wo man leben kann. Ich bin gekommen, weil ich dachte, etwas stimmt nicht. Ich hatte Grund zu glauben, etwas stimmt nicht. Nichts stimmt. Deshalb sind wir hier. Ohne diese Schrecken, wenn auch nur in diesem kleinen Winkel der Welt. Ich möchte Ihnen eine Version von sich selbst vorschlagen. Ohne Misstrauen, ohne die Hinterhältigkeiten, die sich unterwegs ansammeln. Hier gibt es keine Ungerechtigkeit, kein Leid, keine animalischen Impulse. Hier können Sie endlich Mensch sein. Okay, cool. Ich habe ja das ist eine Augmentation, die ich installiert habe. Ausrichtungsinitialisierung, also er ist gütig, optimistisch und pazifistisch. Richard ist ein großer Mann, seine Worte sind Ausdruck seiner Güte, seine Präsenz ist ein Gegengift gegen Angst. Irgendwie hat er einen Raum ohne Aggression, Gewalt und Verzweiflung geschaffen. Der Wunsch, ihm gefällig zu sein, ist überwältigend. Richard ist ein großer Mann. Ja, das Kollektiv, das Borg-Kollektiv. Gedanken sind, viele Gedanken sind eins. Ich weiß nicht, okay. Ich weiß vielleicht genau, was hier los ist, aber ich weiß, dass ehrliche Menschen sich nicht verstecken. Für Omega. Alpha, witzig hat glaube ich, muss ihre Manipulation durchschauen, erkennen, was sie. Ich habe gespeichert. Genötigten Falls werde ich das auch wieder tun. Ich habe schon wieder vergessen, die Stoppuhr zu drücken. Ich werde mal ein bisschen. Ja. Ich weiß vielleicht nicht genau, was hier los ist, aber ich weiß, dass ehrliche Menschen sich nicht verstecken. Ich weiß, was Sie denken. Sie können es nicht erwarten, die beste Version von sich selbst zu sein. Okay. Oh, jetzt ist er wütend. Ja. Wisnik hat gesagt, ich muss Ihre Manipulationsversuche durchschauen. Erkennen, was Sie... Ein Teil von Ihnen verabscheut Gewalt. Das ist bei jedem so.
Ich kenne sie besser als sie sich selbst. Ich weiß, dass sie niemandem wehtun wollen. Ich weiß nicht sicher, ob sie etwas Unrechtes tun. Weil es nicht so ist. Außer es ist Unrecht, Menschen zu retten. Die Welt ist voller Brutalität, Unterdrückung, Vertreibung. Das Restitutionsgesetz ist die größte Menschenrechtsverletzung aller Zeiten. Diese Menschen verdienen etwas Besseres. Die meisten, die sich Retter nennen, sie... Sie sind skeptisch, das ist verständlich. Sie sind ein Produkt ihrer Zeit. Niemand zwingt sie zu bleiben. Sie wollen, dass ich gehe, wie Wesnik. Ich will, dass Sie verstehen. Die Menschen hier sind gute Leute. Mit meiner Hilfe haben Sie etwas Wunderbares erreicht. Sie haben eine bessere Version von sich selbst gefunden. Als Gemeinschaft. Versprechen Sie mir, das nicht zu gefährden. Schaden. Ich weiß leider nicht, was... Ich hätte für das vielleicht noch durchlesen sollen. Also ich will diese Sekten oder diesen Kulturkreis nicht angehören. Ich glaube, dass sie diesen Leuten schaden. Wie Sie sehen, schade ich niemandem. Ich weiß, Sie glauben mir. Zu viele Stimmen in meinem Kopf. Ich bin nicht hier, um diese Menschen zu gefährden. Das reicht mir. Mehr wollte ich nicht hören. Und wir können nur zur Rede zu stellen. Neonächte. Geheimnisse, interessante Orte. Okay, ich mag das schon mal gar nicht. Es ist ein großer Gartenmaler. Ein Ideal, das wir alle anstreben. Du hast ihn gestaltet und wirst ihn immer behalten. Der Skeptiker. Er sieht nur Kanalisation und Herumtreiber vor einem Gesicht im Fernsehen, nicht die Welt, die wir erschaffen haben. Und bis er sie sieht, sollte er kein Wort sagen. Okay. Also mit anderen Worten, ich soll zuerst mit den anderen quatschen. Oh, meine liebe verlorene Seele. Ich höre seine Stimme in mir, auch wenn er nichts sagt. Hier ist alles, was wir noch haben. Ein Stück Kanalisation. Alles andere kontrollieren sie. Mit Gesetzen, Drohungen, Waffen. Aber gemeinsam können wir hier machen, was wir wollen. Für immer. Okay. Könnt ihr schnell, weil der andere quatscht mir dazwischen. Gibt's hier hinten was? Nee. Gibt's da was? Nee. Zerknülltes Plakat und Erforschung des Geistes mit Jutschab und Livorio. Ein hypnotisches Erlebnis. Eintrittskarte bei Magier Kidney, Freitag, Juni. Ja. Vorstellte keins Fanatiker. Hoppala. Hier hinten war doch mal was. Zweifle nicht an dir, Thomas. Wir wissen alle, wo du das schreibst. Nein, war doch nichts. Wir haben alle gesehen, was aus Wissnik geworden ist. Zubehörteile. Yeah.
Da war auch nochmal hydraulische Mikropumpe. Wir nehmen einfach gleich mal alles mit. Seilengemeinschaft, das könnten Vorschläge oder sogar Gesetze sein, die festlegt, wie diese Leute leben sollen. Das alles basiert auf einer Art Mythologie, in deren Zentrum dieser Mann steht, der Richard heißt. Good people do what they're told. Gute Menschen wissen, was sie tun. Good people don't ask why. Die fragen nicht warum. Gute Menschen don't doubt. Was doubt heißt, weiß ich nicht. Good people don't disturb Richard. Don't die. Gute Menschen sterben nicht und gute Menschen vertrauen, also setzen. Ja. Wie gesagt, mein Englisch ist die relativ begrenzt. Nicht mehr. Es gibt keine Optis oder Natürlichen, keine Verbrecher oder Feiglinge, nur das gemeinsame Bedürfnis, besser zu werden als jetzt. Es ist wichtig, nicht zu zweifeln, sagen Sie nicht wie Wisnik. Weiß ich nicht, wie Wisnik. Das ist die Tür, gut. Da bin ich gekommen, da hinten war ich gerade. Sie geben vor, jemand zu sein, sie nicht. Zweifle nicht an dir, Thomas. Wir wissen alle, wozu das führt. Wir haben alle gesehen, was aus Wisnik geworden ist. Ich weiß, es war nicht leicht, sie so zu sehen, aber wir können nicht einfach weglaufen und uns verstecken. Die Welt ist, wie sie ist. Wir müssen uns diese Dinge gemeinsam stellen. Bitte, du warst noch nie so lange weg. Ich mache mir Sorgen um dich. Toilette! Improvisierte Toilette. Als Individuum gehörte keiner von uns nach draußen. Dort war kein Platz für uns. Die alten Gegensätze gelten nicht mehr. Also es gibt keine Optis oder Natürlichen, keine Verbrecher oder Feiglinge, nur das gemeinsame Bedürfnis, besser zu werden als jetzt. Ja, aber ich kann hier mit niemandem auch reden. Gute Menschen stören Richard nicht. Oh. Es reicht aus, uns im Geist zu erkunden. Also. Gute Menschen gehen nicht nach oben. Das schreit irgendwie nach einem Aufklärungsfall. Ich speichere hier nochmal. Ist halt die Frage, wie komme ich an dem Typen vorbei? Es wäre eigentlich recht praktisch, wenn es hier irgendwo einen Luftschacht gibt. Oder ich habe doch Elektromunition. Diese Elektroschockpfeile. Kann ich die kombinieren mit diesem? Oben kennt nur Tod und Klarheit. Ich kann keine Waffen aktivieren. Ich kann keine Waffen aktivieren. Kann ich hier... Nein, geht nicht. Kann ich auch nicht. Ich könnte aber... Hoppla. Sie gehören nicht hierher. Sie müssen gehen. Ich kann immer noch nichts machen. Okay. Also, dann warten wir mal. Also ich speichere hier nochmal. Und dann... mich jetzt nicht im Dings haben. Gibt's da irgendetwas? So, yeah. Dann speichere ich hier nochmal. Die Tür
Hier ist gesperrt. Sicherheits 5. Dann nehmen wir mal was Passendes. So. Herzlich willkommen in der Roboterabteilung. Blechtonne mit nichts drin. Da hat es eine Kanalisation. Was gibt's hier oben? Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Das ist merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Geht es aber auch nicht weiter. Ich habe mal gespeichert. Wenn sie uns helfen könnte, sie wäre ja eh. Wichtigsten Ereignissen und Schlagzeilen rund um die Welt. So. Richard der Große. Ich dachte eigentlich, dass wir mit ihm System deaktivieren. Gut. Wurmstock. Drucker. Weine. Nochmal ein E-Book. Die Komitien. So, das nehmen wir mit. Ah, da ist sogar Munition noch dabei. Kommode nehmen wir auch gleich mit. Oh, was ist das? 10mm Pistole. Zurücksetzen. Haben wir nochmal eine Breach-Software. Medizinischer Kühler durchsuchen. Restauriert die Vergangenheit und baut die Zukunft. Wir speichern nochmal. Jawohl, freigeschaltet. Für diese Option ist Geschützkontrolle. Hier ist Geschützkontrolle erforderlich. Ah, habe ich ja nicht geskillt. So, ein Mann namens Zwinger hat Bezug zu einem abgelegenen Bereich der Konvention verschafft. Angeblich wurde er aus irgendeinem Bereich verstoßen. Es ist zwar nicht ganz einfach, ihm zu folgen, aber ich denke, es hat etwas mit diesem verschlossenen Tür zu tun. Libiro finden. Oh, Libiro habe ich eigentlich gar nicht gefunden. Ich wusste nicht, dass ich den auch noch suchen muss. Okay. Ja, scheiße. Mist, verdammt. Ich habe eine Praxis über. Yeah! Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich... Gefechtstürme... skillen. Ein verschwendeter Punkt. Geschütz, Teambeschuss, Zugang. Und das aus. Teambeschuss. Keine Ahnung, was mit Teambeschuss gemeint ist. Befehle ausführen. So. Nein, du, aus. So. Sollten jetzt ausgeschaltet sein. Kann ich mich hier freier bewegen? War ja gar nicht mal so schlimm, finde ich. Haben wir eine Sektengemeinschaft aufgelöst? Oh, ich hätte auch
Oder auch nicht. Schwer zu sagen. Aber hier ist tatsächlich nicht. Ich sollte nicht hier sein. Oder doch? Ich fühle mich anders. Warum fühle ich mich anders? Ich höre seine Stimme nicht mehr in meinem Kopf. Ist doch schön. Das Geräusch in meinem Kopf ist weg. Ich hatte mich daran gewöhnt. Ich verstehe nicht, was gerade passiert. Ich sollte nicht hier sein. Aber wo ist denn der andere Typ? Den habe ich gar nicht gefunden. Aber damit ist es jetzt auch fertig. Wisnik. Richard überzeugt niemanden mehr von irgendwas. Die anderen sind von ihm befreit, genau wie sie. Ich bin kein Modell der Trennung. Ich habe gefragt und gehöre nicht mehr zu ihnen. Aber ich bin keiner von ihnen. Es war richtig, an ihm zu zweifeln. Dass sie das konnten, im Gegensatz zu allen anderen, sagt viel über ihre Charakterstärke aus. Ich wurde wieder ich. Vorübergehender Signalausfall. Und ich war eine Bedrohung. Ich habe anders gedacht. Mir wurde klar, dass es zwei Ichs gab in Wisnik. Dann war mir alles klar. Und das war gut so. Gott weiß, wohin das geführt hätte, wenn Richard weitergemacht hätte. Wie viele andere gekommen und vom Bleiben überzeugt worden wären. Wir kamen zu ihm, weil wir nicht ins soziale Schema passten. Vom Gesetz verfolgt. Von der Revolution gehasst. Er bot einen Ausweg, aber es gibt keinen. Exil vom Exil ist Exil. Sie sind jetzt frei, Wisnik. Keiner wird mehr zu diesem Ort geführt, zu ihm. Sie können gehen, wohin sie wollen. Sie können tun, was sie wollen. Ich bin allein. Ich bin allein. Okay. Jetzt ist er noch mehr verwirrt als vorher. Ja, ich habe eine Sektengemeinschaft aufgelöst. Juhu! Speichern! Ja, versuchen wir das gleich mal zu hacken. Wieder zwei. Gibt eh nur einen. Hallo, meine Liebe, bestellt. Tracing-Programm initialisiert. So. Zugriff verweigert. Ja, was jetzt? Ja, laden nützt nichts viel groß. Ich lade trotzdem, weil ich sehe, dass die Zeit demnächst schon wieder vorüber ist. Ich müsste wirklich viel mehr was in Hacken, weil mit Hacken kommt man hier wesentlich sehr viel weit. Ich brauche auch noch was in die Lunge. Das heißt, ich müsste zuerst ein paar Missionen machen, um Erfahrung zu sammeln. Und erst dann eine Runde hacken gehen. Zusätzlich sind die Damen hier weg. Zusätzlich bin ich eher so der Typ, der hauptsächlich zuerst sind wir die ausgekommen ist. Also. War ich im Weg? Ich bin eher einer, der zuerst Nebenmissionen macht, bevor ich an der Hauptmission weitermache. Einfach, weil es mich danach interessiert, auch die Nebenmissionen. Wir haben lange genug gelitten. Ja, lange genug gelitten. Müssen die nicht eigentlich aufhören damit? Nur so nebenbei? Ich weiß es nicht. So. Müll habe ich schon runtergebracht. Und meine Wohnungstür ist offen. Warum ist meine Wohnungstür offen? Waffen! Ja. Lassen wir das mal noch.
Die ganzen Dinger sollten wir auch mal entfernen. Das lasse ich auch mal noch. Ich hätte jetzt 3 für die Informationen. Und hier sind Standardgewehr. Munition. Ich brauche aber dafür Standardgewehr. Standardgewehr. Schrotmuni. Revolvermuni. Okay. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann werden wir auf den Chef mal fragen, warum wir speziell augmentiert sind. Und tut mir leid, wenn es nicht zu viel actionhaltig bis jetzt war, weil wir immer in Situationen kamen, in der gelabert und gelabert wurde. So ist das Spiel. Das wird sich dann in der nächsten Zeit sicher ändern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.